Nächste Runde. Gerade Stefan Sprachmitteilung geschickt, also vom letzten Video her, dass er sich umschauen soll nach einem anderen Wischermotor, dass man das dann, wenn er mal dann Zeit hat, Samstag, Sonntagsausflug, dann machen wir das dann schnell. Ja, was habe ich gesagt vorher gerade, für euch im letzten Video, machen wir Sicherungshalteranlage und probieren wir den Scheiße mal aus. Ja, ab und zu hau ich mir doch noch einen Red Bull in die Nase rein, in die Nase, ins Gesicht. Und naja, Kamera runter, hau mal einen Sicherungshalter rein. Also der Kackmist mit dem Dinger war noch vom wahrscheinlich vom Vorbesitzer, das lasse ich jetzt aber auch so. Jetzt machen wir bloß noch den Mist hier alles weg. Da kommen wir hier nicht einmal drüber. Aber es geht auch anders. Ja, den Hund habe ich Gott sei Dank noch vor der ganzen Corona-Scheiße organisiert. Leider mit Ersatzsicherung. Ja, muss ich gar nicht aufschneiden. Tja, dann gucken wir mal, ob wir das Ganze hier dann neu operieren können. Na, geh auf. Was ist das wieder für ein Mist? Das ist da unten eingeklipst. Naja, ich schaue jetzt, dass ich das Ding hier erstmal aufpopel. Jetzt. Dann schauen wir mal, ob der auch passt. Jawohl. Hier ganz raus, weil rein theoretisch ist da so eine Einsatzhülse drin. Dann können wir den dicken Äumel hier direkt reinstecken und wieder verschrauben. Na, wenigstens etwas. Ja, so Batteriegeschichten immer ordentlich festziehen. Dann schaue ich, dass ich jetzt den hier noch festkriege, die Sicherung innen rein. Wer habe ich da? 80. Sollte hoffentlich ausreichen. Zwischendrin mal wieder alles am Boden schmeißen. Auch dem ist Kerl. Jetzt ziehen wir ordentlich an. Dann hier noch die Reduzierung raus. Na komm, Feigling, raus mit dir! Ich hasse es. So, draußen ist das Ding und dann schrauben wir das schnell an den Kabelbaum im Motorraum fest, Deckel drauf und dann schließen wir das ganze Ding mal an und testen die Anlage. Hier hängt derselbe Käsekuchenhalter drin, Halter sage ich, Anschluss. Da schrauben wir jetzt auch fest. Den ganzen Halter fixieren wir nachher bloß mit Kabelbindern.
warum lasse ich den jetzt nicht offen? Ich habe keinen Bock, dass der irgendwo auf Masse kommt und dass es dann brutzelt. Aha, die Kondensatoren laden sich. So. Testen tue ich das Ganze jetzt kurz ohne euch, weil bringt nichts, wenn ich da jetzt 5 bis 10 Minuten im Auto drin hocke und warte, dass die Endstufe aussetzt. Musik läuft, der Motor läuft. Nee, ich sag's euch nachher einfach. Tja Leute, sobald ich das Radio einschalte, schaltet die Endstufe sofort aus auf Protect. Und jetzt messe ich erstmal die Spannung. Dann klemme ich sämtliche Kabel nacheinander ab und schaue, ob das dann immer noch so ist. Sprich, ob das am Schluss bloß noch Plus Minus dran ist und Steuer Plus. Und ja, wenn es dann immer noch so ist, ja, dann hat die Endstufe einen Schlag weg. Dann probieren wir nochmal die Originale, was damals dabei war. Und wenn das bei der genau dasselbe Spiel ist. Haben beide Endstufen denselben Schlag weg, weil sie ja vom selben Typ sind. Ja, das probiere ich jetzt erst einmal aus. Und Stefan, bring Zeit mit. Du musst deine Rücksitzbank alles wieder einbauen, wenn du kommst. Edge. Ich könnte mich jetzt aber auch ganz brutal täuschen. Aber das ganze Ding könnte auf Protect gehen, wegen Unterspannung. Dass da zu wenig Saft ankommt. Das wäre auch noch eine Möglichkeit. Das heißt, hinten drin die Kondensatorscheiße mal rausziehen. Die ganze Scheiße hier hinten. Und dann mal direkt verbinden mit der Endstufe. Und mal gucken, ja, ob es ohne die Kondensatoren läuft. Scheiße, in den Kofferraum kommt man so gut hin, an das Anlagenklump. Mann. Ich raste aus. Ich glaube, ich raste nur aus. Hier hat er übrigens die neue Subwoofer-Endstufe. Auch wieder eine Audio System. Was hat denn hier noch drin? Na. Scheibenwischerschalter. Ich habe gedacht, du wolltest den Fernlichtschalter. Komisch. Ich glaube, da muss ich noch mal mit dem telefonieren. Naja, weil sonst habe ich nämlich nichts drin flacken gesehen. Außer hier. Da haben wir noch das neue Radio. Antenne, das wird auch noch gefickelt. Die kommt mit unter die Stoßstange drunter. Und noch ein zusätzliches Cinch-Kabel. Und hier eben ja die Anzeigen noch. Naja. Ärgere ich mich mal mit der scheiß Anlage herum. So, die scheiß Dinger leuchten zwar jetzt noch, weil ja Restspannung drauf ist, bis die sich komplett entleert haben. Das dauert eine Weile. Ich werde jetzt hier den Pluspol wegmachen und ohne die Kondensatoren die Anschlüsse bloß einmal zusammenklemmen. Irgendwas Panzertape schnell drüber, dass das ja nicht irgendwo auf Masse kommt. Tja, und dann schauen wir mal, ob die Kondensatoren schuld dran sind, dass die Endstufe in Unterspannung geht. Die Batterie vorne habe ich abgeklemmt, also nicht die Batterie, das Kabel, was von vorne nach hinten geht. Das probiere ich jetzt einfach mal aus. Die Kondensatoren kurz geschlossen, dass sie sich komplett entladen. Hier die anderen Kabel. Einmal kommt der Strom von vorne. Das andere geht zur großen Endstufe und das andere zur Subwoofer-Endstufe. Da wickle ich jetzt noch schnell Panzertape rum und dann ja, klemme ich die Batterie wieder an oder an der Batterie das Kabel wieder an und dann probieren wir mal wieder aus. sicher klemme ich die Batterie jetzt an. Selbe Fehler. Dann klemme ich als nächstes das Kabel ab, was zur Subwoofer-Endstufe geht. Und dann probiere ich es nochmal. Hilft nichts. Also, Ausschlussverfahren. So kann man Fehler finden. Ich hoffe, dass ich ihn wirklich finde.
Scheißdreck hier. Masse! Nur Masse! Leck mich doch am Arsch! Das Ding hat zu wenig Masse! Das ist alles! Das kann man ändern! Juhu! Also, was heißt das Ganze jetzt? Ich habe ja mit diesem Kabel da unten, da liegt es irgendwo, direkt Masse zusätzlich draufgegeben. Dann geht es. Das heißt für mich persönlich jetzt, dass die Kondensatoren doch in Ordnung sein müssten. Also die werden dann wieder hingeklemmt, aber ich muss jetzt erstmal an die ganze Geschichte hin, um hinten, wo das Massekabel vom Kondensator weggeht, an Karosse, da erst einmal ordentlichen Massepunkt finden. Ja, da einen ordentlichen Massepunkt finden. Ich habe bloß gerade überlegt, ob vielleicht vorne an der Batteriemasse fehlen könnte, aber dann hätte ja Masse direkt auf Batterie legen müssen und nicht hier auf Karosse, also muss es vorne passen, liegt das Problem hinten. Ja, haben wir diesen Fehler gefunden, yippie juhu. Dann werde ich jetzt hinten die ganze, das Brett, die ganze Heckablage runterbauen müssen, um an die Seitenfächer hinzukommen. Was wir dann in dem Zug noch machen werden, weil wir wollen ja die andere Endstufe noch neu bauen. Aber vielleicht geht ja die, was drin ist, wenn die Masse ordentlich dran ist. Das sollte man vielleicht vorher dann auch noch ausprobieren. Schauen wir rein. Wir haben ja hier das Problem, dass die Klappe nicht aufgeht wegen dem Subwoofer. Ich schaue mir das Ganze dann nochmal an. Eventuell, dass wir das Gehäuse einfach so weit kürzen, dass der weiter unten ist, dass die Klappe aufgeht, dass man auch an das verdammte Rücklicht hinkommt, weil das ist nämlich ein ganz großes Problem. Katastrophe. Also ich weiß nicht, was die sich da damals gedacht haben. Für mich eigentlich bloß Vollpfosten, wo das so ursprünglich gebaut haben. Aber jammern hilft nichts, da heißt es nur abändern. Ja, Endstufe muss ich nach vorne rausziehen, dass ich dann die Subwooferkiste rauskriege und. Lange Rede, kurzer Sinn. Zerlegen, machen und tun. Und einen ordentlichen Massepunkt suchen. Und das ist nämlich jetzt mein allererster Arbeitsschritt. Sobald ich oben die Ablage hier weg habe, dann komme ich nämlich von oben hier hinten rein, glaube ich. Nee, komme ich nicht. Oh, fuck. Ist das ein Scheiß. Hilft nichts. Ich habe gesagt, ich mach's. Ja, gut. Zerreißen. Aber zusammenbauen muss er selber. Da bin ich schadenfroh. Mhm. Tja, alles rausgerissen. So eine wartungsunfreundliche Scheiße habe ich ja noch nie erlebt. Hier unten fürs Kabel habe ich noch einfach rausgesägt. Ja, das versteckt sich hinterher. Und ja, also definitiv haben wir damals auch die Masse hier noch mit festgeschraubt. Das ist klar, wir hatten ja die Stoßstangen weg. Aber das war original auch schon so. Tja, und jetzt schraube ich hier das mal schnell ab und schaue, ob der Stefan das unten drin blank gemacht hatte. Weil das weiß ich noch, den Scheiß hier hinten drin habe ich den Stefan machen lassen. Tja, also nicht wirklich blank gemacht. Ein bisschen, aber nicht viel. Und rein theoretisch ist das unser Problem, warum wir da keine Masse bekommen. Stefan, du Pfosten. Tja, also rein theoretisch müsste es hier ausreichen. Ich werde jetzt hier die Ecke von dem Ding wegschneiden, werde eine größere Beilagscheibe verwenden und hier mal richtig schön blank machen und dann das Ding hier wieder festschrauben und gucken, ob wir dann ordentlich Masse haben.
und ob die Anlage dann läuft. So Freunde, ich hoffe man kann es erkennen, hier sind zwei kleine Pünktchen und genau darauf, ja, das waren die einzigen Masseverbindungen und ja, man sieht, das hat gefeuert an diesen Punkten. Ja, Fehler eindeutig gefunden. Juhu! Der Massepunkt sollte jetzt blank genug sein. Einmal eine richtig schöne Beilagscheibe. Die kommt mit der Biegung nach außen oder nach innen, dass das richtig schön anliegen kann. Dann habe ich hier jeweils noch eine Beilagscheibe drauf. Ja, und so wird das jetzt festgeschraubt. Hier noch ein bisschen Fett drauf, dass das nicht zum Gammeln anfängt. Und hinterher sprühe ich einfach noch Wachs drüber, Hohlraumwachs. Fertig. Dann müsst ihr Masse haben. Dann schließe ich die ganzen Kabel wieder hier an. Ja, und dann würde ich mal sagen, Subwoofer, der liegt zwar jetzt gerade nebendran, aber den kann ich ja hier übers Kabel schnell anklemmen. Und dann gucken wir mal, ob die Subwoofer-Endstufe wirklich einen Schlag weg hat oder ob die jetzt nicht auch geht. Ja. Und dann ist zum Überlegen, machen wir die andere neu oder machen wir sie nicht neu. Aber das kläre ich dann mit dem Stefan ab. Ja, ein bisschen muss ich ihn ja noch in Schutz nehmen. Oh, er war über der Meinung, dass es das noch über die Schraube, wo die festgeschraubt ist, Masse kriegt. Ja, denkungsweise nicht unbedingt verkehrt, aber es ist ja die Stoßstange, wo das Ding festgeschraubt wird. Naja, blöd gelaufen, aber Fehler gefunden. Ja, ich kann bloß wieder Yippie sagen, hey. Naja, ich mache jetzt weiter. Anschließend einfetten etc. pp. Und dann teste ich nochmal. Und wenn ich eh schon dabei bin, ja, das müsste der Kabel von mir damals gewesen sein. Und das noch ein Original, was drin war, weil ich habe keine Quetschzange. Das ist das Kabel, was von vorne kommt, direkt zur Batterie. Ja, dann mache ich halt jetzt auch noch einen neuen Äumel hin. Tu den allerdings nur mit der Zange pressen, mit der Wasserpumpenzange und hinterher ordentlich verlöten. Ja, dass wir da auf alle Fälle auch ein ordentliches Plus von vorn nach hinten haben. Nicht so ein Scheiß hier zerfixen. Sogar noch ein Kabelschuh in der richtigen Größe gefunden. Ja, und den verlöte ich jetzt hier noch sauber. Das ist ja bloß mit der Wasserpumpenzange zusammengequetscht und dann ist es so gut wie mit einer richtigen Quetschzange, wenn nicht sogar noch besser. So gefällt mir das, ordentlich verlötet mit einem Heißluftföhn. Ups. Ja, schön punktgenau. Und was mir halt weniger gefällt, ist das hier, aber man kann es runter tun. Habe soweit fertig. Stromkabel von vorne hier mit hin, die anderen beiden hier mit hin. Ist ja wurscht, ob hier oder da. So läuft sie auf alle Fälle besser raus. Das Kabel kann dann unten wieder hier durchgeführt werden. Tja, dann werde ich mal vorne Batterie anklemmen und mal gucken, ob läuft. Na, CD laden, geht's geplärre gleich los. Ja. Läuft! Sehr geil. Okay. Und was ich jetzt noch mache, ist den Subwoofer anklemmen und gucken, ob der Subwoofer auch läuft. Also, die Endstufe da hinten schaltet, da hängt sie drin, direkt auf Protect, ohne dass, ja, Spannungsversorgung passt ja jetzt. Lautsprecher habe ich auch nochmal sicherheitshalber abgeklemmt, aber die geht wirklich zu 100% auf Protect. Da denke ich wirklich, dass die einen Schaden weg hat. Naja, schmeiß mal die Made rein. Das mache ich jetzt in aller Ruhe und dann teste ich wieder. Vom Größenvergleich her, ja, könnte es gerade so ausgehen, dass wir die da auch sauber mit reinkriegen.
Also sprich Endstufe austauschen, anschließen und gucken, ob das blöde Mistding geht. Jawohl.